Hallo! Ich bin Dex. Herzlich willkommen. Und hallo zu meinem Testvideo für meinen YouTube-Kanal. Dex Plays. Ich werde hier ganz viele Sachen spielen. Ganz viele Videos und vielleicht auch Livestreams bei YouTube und bei Twitch auf jeden Fall auch. Und überhaupt machen. Zu all den Spielen, die ich dann zwischendurch immer mal so spiele. Final Fantasy 13, 2 ist das erste. Ich habe schon angefangen, aber für den Test. Was gibt's Besseres? Eine ganze Menge. Was werde ich noch? Ist mein Mikro überhaupt an? Ja, mein Mikro ist an. Was werde ich noch spielen? Ich spiele auch Apex Legends gerade ganz viel. Ich bin total schlecht, aber ist halt so. Ich spiele Elite Dangerous. Also, falls jemand langweilige Videos haben will, wie man Dinge und Personen durch den Weltraum fährt mit einem Weltraumbus, dafür ist das. Ich spiele ab und zu Magic the Gathering Arena. Und allen möglichen anderen Krams in meinem Blog, was noch nicht fertig ist. delvecexecutable.wordpress.com. Aktuell heißt es noch so. Da sind auch meine ganzen Profile und alles drin, was ich sonst so mache. Path of Exile, ich spiele Path of Exile. Da bin ich aber auch nicht so gut drin. Also, wenn ihr tatsächlich das hier gucken werdet und mir zugucken werdet, wie ich Sachen mache, ich bin nicht gut. Ich fluche viel, naja, so viel auch nicht. Und aber ich habe Spaß und mache diese Sachen ganz gerne. Ja. Okay, also für das erste Testvideo, was ich jetzt vielleicht eine halbe Stunde machen werde. Final Fantasy. Es wird ein Performance-Test für mich, also nicht Performance, wie mein Rechner performt, das weiß ich, aber wie mein Rechner mit gleichzeitiger Videoaufnahme umgeht, während ich auch noch eine USB-Kamera angeschlossen habe. Tonqualität, wenn die nicht so ganz so gut ist, sorry. Ich habe das hier. Ich habe noch kein Mikro, kein Standmikro. Vielleicht habe ich das irgendwann, vielleicht auch nicht, ich weiß es noch nicht. Es sind andere Dinge gerade wichtiger für mich, aber dazu vielleicht später mehr. Jetzt muss ich mir überlegen. Final Fantasy 13.2. Genau. Ich muss meinen Hardware-Monitor nochmal eben hier aufrufen. Ja, jetzt bin ich ein bisschen heller. Das blendet auch ganz schön, aber das sollte jetzt gegeben sein gleich. Final Fantasy startet. Final Fantasy 13.2. Wie gesagt, ich habe schon ein bisschen gespielt. Ich bin ja ein bisschen rein. Ihr werdet sehen. Geht los. Okay, das läuft schon mal. Das läuft alles. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Gut. Bin sehr gespannt, wenn denn tatsächlich auch alles läuft. Ich weiß nicht, woher dieses Rucken kommt. Das habe ich immer, wenn es startet. Und mein Controller ist aus. So. Jetzt bin ich wieder da. So, zack. Können wir jetzt endlich. Ja. Danke. Spiel fortsetzen. So, wie viel habe ich gespielt? 4 Stunden. 4 Stunden. Das ist ja eigentlich nichts, ne? So. Final Fantasy 13.2. The story so Ach far. so. Lass mir sie erstmal erzählen. We have to figure out the labyrinth. You'll be sure to arrive in a future you want. This must be the eclipse. Oh yes. You know what this is? Okay, also eigentlich spiele ich so JRPGs immer auf Japanisch. Also ich kann kein Japanisch, aber das Audio auf Japanisch ist.
Das hatte ich, als ich das erste Mal Final Fantasy 13 gespielt habe, auch gemacht. Und ich habe mir überlegt, ich spiele das einfach mal mit dem englischen Voice-Over. Ja. It sound a little dim, um das mal so auszudrücken. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr das Spiel kennt oder nicht kennt. Ihr werdet es vielleicht sehen. Ich spiele einfach mal. Ich wollte jetzt erst noch nicht lange darüber erzählen. Ich überspringe das mal eben, ja. Danke. Sorry. Aber so, Temperaturen sehen noch ganz okay aus. Meine Hardware ist nicht ganz so auf dem aktuellsten Stand. Deswegen muss ich da mal ein bisschen tricksen. Aber so what? Ja, was wollte ich denn jetzt machen? Ich habe gedacht, ich wäre stark genug, um so ein Viech kaputt zu machen. How are things looking? Do you think you'll be able to obtain a behemoth fang sometime soon? The military took one down in an airship, but they burned it to a crisp. Brenner mit dem Schauer des Behemoth Reißzahns beauftragt. Das Problem dabei ist, dass der Reißzahn nicht beschädigt werden darf, was den Einsatz militärischer Waffen ausschließt. Bla. Wenn du einen Behemoth mit Schwert und Bogen besiegen könntest, müssten seine Reißzähne unbeschädigt bleiben. Ja. Wenn ich das denn könnte. Weil dafür bin ich, das habe ich beim letzten Mal, gestern oder vorgestern oder so, ausprobiert und... Nee, vorgestern war das. Nee, gestern. Egal. Ausprobiert und das war einfach nur, ja, Fail. Ich bin halt echt noch nicht stark genug dafür. Was ich gemacht habe hier bei Final Fantasy 13.2, ich habe auch die massiven Probleme, das ist ja unwahrscheinlich buggy, dieses Spiel. Und ich habe massive Probleme gehabt, gerade wenn man da oben, also da oben so, da oben, da, wenn man da so ankommt, wo er jetzt gerade runterläuft, der Noel, da hat sich das Spiel aufgehangen bei mir. Und das liegt, so wie ich das verstanden habe, daran, dass wenn man verschiedenste Kombinationen von AMD und Asus Systemkomponenten drin hat, oder auch Nvidia und Intel, dass das Spiel damit nicht umgehen kann. So, habe ich ganz viel gelesen und irgendwann bin ich drauf gestoßen. Final Fantasy 13.2 hat eine 2 GB Grafik VRAM Limitierung. Und das heißt, also ich habe eine, ich weiß gar nicht, wie viel, 4 GB. Ich glaube, müsste ich jetzt mal nachgucken. Also ich habe nichts wirklich Tolles im Rechner. Es ist meine Grafikkarte ist eine Radeon 580X und RX 580. Mein Gott, ey, bin ein bisschen aufgeregt. Also, eine Radeon RX 580. Mit 4 GB. Steht das nicht hier irgendwo? Nee, das habe ich ausgeblendet. Ich glaube 4 GB VRAM. Und das ist schon 8 oder 6. Ich weiß es nicht mehr. Und das überfordert dieses Spiel. Das Spiel sagt, nein, mit mehr als 2 GB RAM kannst du nicht umgehen. Also stürzt du ab, wenn da irgendwie eine Anfrage kommt, dass hier mit mehr als 2 GB RAM gearbeitet wird. So. Also... Und deswegen ist es halt immer abgestürzt. Und jetzt, ich muss mal eben hier zu dem Ort laufen, wo ich eigentlich hin muss. Hier war ich doch schon überall. Aber die Musik war so schön.
So, und auf jeden Fall bin ich dann beigegangen, hab geguckt, was kann man machen, weil das war echt frustrierend. Und Kompatibilitätsmodus auf Windows 7 hat nicht funktioniert und Administrator und Krams hat auch nicht funktioniert. Also es war alles irgendwie kacke. Was hat geholfen? Da gab es dann irgendwo jemanden, der hat so ein Tool irgendwie programmiert, so ein Large Address bla 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 Ding. Muss ich überhaupt lang? Nein, ich will nicht kämpfen. Okay. Ja, Dakimasera oder wie die da heißen, ne? Gandayakis, genau. Whatever. Hat so ein Large Address Tool geschrieben und damit kann man das, also konnte man installieren und dann geht das. Aber auf einmal kann man das Spiel spielen. Und dann, also irgendwo bei Steam ist so ein Kram verlinkt. Können wir das hier mal. Was sind hier noch meine alten Rollen drin? Scheiße. Das ist doch gar kein Brecher. Obwohl, ich glaube, das sind meine neuen Schauen. So, auf jeden Fall mit dem Tool ging das und dann gab es bei Steam, gibt es halt so einen Forenbeitrag irgendwie in der Community für eine Diskussion für dieses Ding, für dieses Spiel. Mit so einem Modpack, wo unter anderem halt auch die gesperrten Sachen dann freigeschaltet werden, wie es ja häufig ist bei solchen Games, dass irgendwelche Sachen halt gesperrt sind und aus irgendwelchen Gründen. Ja, und bei diesem Spiel ist das halt, weil es wirklich echt einen Eindruck macht, als wäre es nicht fertig. War das halt auch so. Und deswegen hat sie zum Beispiel so ein nettes Kostümchen an. Aber gut. Auf jeden Fall. Weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Genau. Geht's hier überhaupt lang? Muss ich hier überhaupt lang? Nee, ich wusste, dass ich hier falsch abgebogen bin. Fuck. Ja. Oh, ist das aufregend! Oh. Grafikkarte, das ist echt schön. Ich habe neben meinem Rechner, der unter meinem Schreibtisch steht, den habe ich gestern sauber gemacht. Also ich habe festgestellt, dass das echt was bringt, wenn man den alle zwei Wochen mal ein bisschen reinigt. Habe mir so ein Druckluftspray geholt. Ach, schon vor längerem. Und mit dem Staubsauger immer schön rein. Nein, also mit dem Druckluftspray. Natürlich, wenn ihr das macht, Stecker ziehen und schön in Ruhe alles abziehen, aufbauen, aufbauen, irgendwo hinlegen. Oh, da haben wir noch so ein Zeittor. Mensch, cool. Durch ein Schwundartefakt aktivieren und durch die Zeit zu reisen. Was waren denn noch diese Kackschwundartefakte? Egal, muss ich sowieso machen. Es gibt nichts anderes, was ich tun kann.
So, auf jeden Fall alles abziehen, Rechner aus, umgekehrt natürlich, und dann aufschrauben. Hier, und mit this must be the gate Hope was talking about. Maybe. Yeah? What? There's something on your mind. Stupid. Yeah, well, sure, but it's just personal stuff. Herrgott, nerv dich, Mock, das ist... Ich hoffe ja, dass die Dialoge besser werden, weil das Spiel, das sieht ja echt aus, als hätte es wirklich Potenzial. Und man liest auch überall, das ist richtig cool, so. Und einer der besten Final Fantasy Teile. Ich habe 7 gespielt, ich habe 8 gespielt, ich habe 13 gespielt und 9, 10, 11 und 12 habe ich nicht gespielt. 4, 5 und 6 habe ich nicht gespielt. 1, 2 und 3 offensichtlich auch nicht. Und 15, 14 und 15 auch nicht. Ich bin sowas von hyped wegen Final Fantasy 7, dem Remake, und will das unbedingt spielen. Hab keine PS4. Ich will auch gar keine haben. Jetzt nicht mehr, sowieso. Und deswegen, ich bin total hyped. Und deswegen habe ich gedacht, oh, jetzt musst du echt mal gucken, dass du 13.2 zum Laufen kriegst. Und wie gesagt, vor ein paar Tagen habe ich das dann auch hingekriegt und schon 4 Stunden gespielt. So. Aber was ich echt sagen muss, also, ich meine, 7 habe ich gespielt, da war ich 16, 15, weiß ich nicht mehr. So, Sommerferien durchgespielt. Und das war ziemlich cool, weil das passte so total in meine Denke und in meine, ja, so wie ich war halt, so ein Junge halt, und mit Computer-Nerd-Krams und meine erste PlayStation und dann PS1 und dann Final Fantasy 7. Das war großartig. Und dann Final Fantasy 8 genauso. Und ich weiß nicht, wenn ich jetzt heute ich habe Final Fantasy 7 letztens, bevor ich das hier angefangen habe, und es ist cool, aber ich habe es schon durchgespielt und ich habe echt viel Kram freigeschaltet und so, und irgendwo ist noch diese verfickte Memory Card, Entschuldigung, aber ja, jetzt habe ich es nochmal angefangen, ich habe es mir dann für PC geholt natürlich irgendwann vor Jahren, einfach aus Nostalgiegründen, und habe es dann angespielt und es war ja, so pixelig und ja, und deswegen Remake, ey, cool. Und da bin ich jetzt total neidisch auf die ganzen PS4ler, die das jetzt schon spielen können, ein Jahr lang, bevor das auf PC rauskommt. Aber Squeenix, so wie ich gehört habe, habt ihr einen richtig geilen Job gemacht. Und das finde ich cool. Und ich versuche so viel wie möglich Streamer und Videos davon zu vermeiden, weil ich das echt wieder von vorne spielen will. Deswegen alle Streamer und so, ihr macht das bestimmt auch alle ganz toll, aber ich werde mir den Scheiß nicht angucken, weil ich will das echt selber spielen. Nächstes Jahr. Vielleicht haben wir dann ja immer noch Corona und ich habe viel Zeit. Gucken wir. Aber wenn ich jetzt Final Fantasy VII nochmal spielen würde, ich weiß nicht, wie die Dialoge auf mich wirken würden und ob ich dasselbe Cringe-Gefühl hätte wie jetzt bei dem. Weil vielleicht hat das auch was mit der deutschen oder englischen Übersetzung zu tun. Also deutsche Übersetzung in Textschrift und die englische Übersetzung in Voice, weil es tut mir leid, aber die beiden, wie sie da so gucken, Alter, die sind ein bisschen, als wären sie ein bisschen disconnected from reality. Also irgendwas haben die genommen. Die sind, also kein Mensch kann so dämlich reden. Entschuldigung. Noch. Vielleicht wird es besser. Ich weiß es nicht. Vielleicht gewöhnt man sich auch dran. Nach 4 Stunden noch nicht. So, etwas scheint Noel zu beschäftigen. Er sagt, es sei etwas Persönliches. Wie reagierst du? Bake him a cake? I don't know. Nerv dich, Morg. Hat es etwas mit dem Orakel zu tun? Ich frage lieber nicht weiter.
Ist das wegen der Seherin? Wer war denn das noch? Sirius? Ach so, das... Ja. Ja. Is it about the Sirius? That's right. Nice guess. It must be so strange to be able to see beyond your own present. That reminds me of something Lightning told me. Mach mal ein bisschen lauter. She said that from Valhalla you can see all of history. If that's true, then the Padre Cirrus and Lightning have seen the same things. Which means Lightning already knows what's going to happen to us. Lightning ist bestimmt die Cirrus. Ach, ich weiß es nicht. Also, falls ihr nicht wisst, worum es geht, das ist ein Zeitportal. Und ich habe schon so drei solche Zeit... Something had been bothering Noel. And it had been ever since we heard the story about the Padre Cirrus Yule. But, of course, he wasn't the only one who was troubled. Was it really Lightning I saw in the flickering images of the prophecy? The only way to find out is to go through this portal and solve the paradox. You never know, you never know. Oh. So, also. Das ganze Ding ist halt, es geht um so Zeitportale. Das, dieses gelbe Leuchtding, was ich da eben gefunden habe, das war so ein Zeitportal. So, und das Ganze spielt halt unmittelbar nach Final Fantasy 13. Und Lightning ist halt der Hauptcharakter in Final Fantasy 13, ist die Schwester von der Tuse, von der Sarah. Und am Ende von Final Fantasy 13 wird Lightning in so einer Kristall-Dings gefangen und Sarah wird aus einem Kristallschlaf befreit. Die wollte sich in so ein Monster verwandeln, weil sie dann die Welt retten wollte, und das hat aber alles nicht funktioniert und war irgendwie komisch. Auf jeden Fall, spielt das danach, und jetzt spielt man halt mit Sarah, also mit der fängt man an. Und die bekommt Besuch von Noel. Noel ist irgendwie jemand aus der Zukunft, irgend so ein Typ, obwohl der... Also der sieht echt nicht aus der Zukunft aus. Aber gut, so, ist aus der Zukunft und kennt Lightning halt, weil er Lightning irgendwie getroffen hat in der Zukunft. Also da lebt die irgendwie wieder. Oder in der Vergangenheit, man weiß es nicht so. Und jetzt springt man halt so durch die Zeiten. Und das eine, was ich jetzt sehe, wo ich da drauf bin, das ist halt der erste Part. Und da steht halt 3JS drauf. Und ich weiß nicht mehr, wofür das JS steht, ist auch egal. Also 3 heißt einfach 3 Jahre, nachdem halt also es gab halt über dieser Welt, Grand Pulse nennen sie das alle, gab es so einen kleinen Mond, der war aber ziemlich dicht an der Oberfläche. Das war so eine Kugel. Und das ist ein bisschen wie eine Dyson-Sphäre gewesen, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Da haben die drinnen gelebt. Also eine Kugel, und die Innenseite war halt bevölkert. Und das haben sie Cocoon genannt. Ja, natürlich. So. Und das war aber eine Welt, die irgendwie von irgendwelchen bösen, gottähnlichen Wesen beherrscht wurde. Und die Menschen dort unterdrückt wurden. Auf Grand Pulse, also unten auf der richtigen Welt, da lebten auch ein paar, aber ja, so richtig hinter die Geschichte gestiegen bin ich damals auch nicht. So, und jetzt ist es so, dass halt vor 3 Jahren Cocoon und die bösen Götter da drin zerstört wurden. Und das ist das, was man hier so im Hintergrund vorbeiziehen sieht. Das ist Cocoon. Die ist in so einer kristallinen Art am Himmel noch steht. So, auf jeden Fall, man fängt an 3 Jahre, nachdem das passiert ist, nachdem Cocoon gefallen ist und Lightning eben da mit drin festgehalten wurde in so einer Kristallform. Und man springt dann halt hier so durch die Zeiten, und da bin ich halt, also man kann auch wieder zurück und kann dann Sachen verändern und sowas, das habe ich noch nicht gemacht, aber könnte man. So, und ich war also 5 Jahre später, 10 Jahre später, da waren wir jetzt gerade, und jetzt kann man 190 Jahre in die Zukunft springen. Das finde ich mal ganz witzig. Und das werde ich jetzt tun, aber erstmal nochmal speichern. So. So.
Also, um Final Fantasy 13 2 fehlerfrei spielen zu können, dieses Large Address mehr als 2 GB VRAM ist möglich installieren. Und da muss man halt die Anwendung auswählen und das klicken und dann ist auch gut. Die Mod die Mods installieren, dass zum Beispiel ihr Regen jetzt keine weißen Streifen mehr ist, sondern tatsächlich auch wie Regen aussieht und so ein Krams. Und Cloud-Synchronisation bei Steam abschalten. Ja, talk about buggy. Eber, Grand Pulse, a land that bears the scars of ancient war. Where flakes of crystal gather and shift like sand in the desert. The Academy has restricted access to this place because it is the homeland of the two heroines who turned to crystal and held Cocoon safe in the sky. It is a land that now, 200 years later, has been swallowed into a rift between time and space. Ha! Einfach so? Who knows? Who knows? You never know, you never know. Ich finde, manche Sachen sind echt ganz cool gemacht. Bis jetzt schon. Was ich ein bisschen albern fand, ist, als sie da in dieses Portal rein sind und dann fliegen die da so ganz so komisch rum. Das. Wir fliegen jetzt hier durch die Zeit. Das war ein bisschen. Ja, aber wie will man es anders machen? Jetzt kommen sie da rausgefallen. Ja. Okay. Das sieht strange aus. Ja, da war ich schon. What's happening? Okay, und da muss man bestimmte Sachen in der Vergangenheit machen, damit hier wieder. Falling apart. Ich weiß nicht. Is this a future where everything has been destroyed? Or is it a distant past before the world has even come into being? Space-time has doubled and twisted on itself. The past and future are tangled together as one, Kubo. The paradox is affecting space-time itself. Right. And we have to find out what's causing this. Sorry. Okay. Whoever it was that created the paradoxes, did they really want an empty, dead world? In a world abandoned by the Falci, the ones who were left behind craved nothingness, an empty world. Where did you hear that? It's just an old fairy tale. Mach mal was. Okay, was haben wir da? Da ist wieder irgendein Viech. Ich muss jetzt wieder diese Crossroads within the paradox itself. So ein Minigame, was da drin ist. In this space-time, the past and future intersect. I bet if we solve all these puzzles, we could dissolve the current paradox. Now you're thinking, Kubo. Shit. Sorry, ich bin irgendwie aus dem Spiel. Ich wollte eigentlich nur raustappen. Ah, geht. Gut. Okay. Ich wollte nämlich gucken, wie lange das Video schon läuft. Sorry. Ich bin ein bisschen. Ich glaube, es gibt schlimmere, aber ja. In den Sphären zwischen den Zeitlinien. Achso, Zeitspeise des kristallinen Bundes. Tutor. In den Sphären zwischen den Zeitlinien entstehen häufig auf unerklärliche Weise instabile Zwischendimensionen, die gemeinhin als Zeitspalte bezeichnet werden. Pseudowissenschaftlich, cool. Obwohl ihre Entstehung ungeklärt ist, scheinen sie unter dem Einfluss, mag ich sagen, Final Fantasy, unter dem Einfluss von Kristallen zu stehen und können sehr unterschiedliche Formen annehmen, damit man nicht dem Wahn divergierender Zeitlinien, Fremdwort genutzt, anheimfällt, gilt es, den Zeitspalt so schnell wie möglich zu verlassen. Dies ist der Zeitspalt des kristallinen Bundes. Durch eine mysteriöse Kraft wurden die im Raum. Warte mal. Wie ist der Zeitspalt schnell? Okay, also ich habe bestimmte Zeit.
Dies ist der Zeitschweif des kristallinen Bundes. Durch eine mysteriöse Kraft wurden die im Raum schwebenden Kristalle voneinander getrennt und sind dazu verdammt zu zerfallen. Wenn die Energielinien nicht wiederhergestellt werden, tritt an einen Kristall, halte A gedrückt und bewege dich zum passenden Gegenstück, um die Energieverbindung zwischen den Kristallen zu restaurieren. Okay. Match 2. Neuer Versuch ist X. Linker und rechter Button ist aufgeben und A ist eben Kristalle verbinden. So, show me the crystals. I see. Okay. Master! Okay, next one. Ich glaube, man muss immer 3 lösen, oder? Wie war das? Ich glaube. Das kann auch sein, dass jetzt das schon war. Okay. Na, das war schon. Ach so, dann kommt da, glaube ich, ein bisschen später die nächste. Werden Sie also. Ich hab's halt schon mal angefangen. Trotz Abstürzen. Aber so ist doch wesentlich besser. Oh. Oh, ich habe Kristarium-Punkte bekommen. Isar-Kräuter, damit kann man, glaube ich, Chocobos rufen. Chocobos sind hier, glaube ich, nur zum zum Entfernung überbrücken. Das fand ich so cool an Final Fantasy VII, da konntest du ja richtig züchten. Habt ihr auch ein schwarzes Chocobo gehabt? Ich weiß es nicht mehr, ob ich eins hatte. So, Kristarium-Punkte. Wie haben wir denn? 800, das ist ja eigentlich nix, ne? Okay, Heiler und Verheerer. Ja. Heiler und Verheerer. Brecher nicht. So, er ist Brecher und Verteidiger. Nee, Augmentor war das da. Okay, ich mache wieder Schockimpakt. Seelenstoß, Verteidiger ist Begnadigung auf 40, da haben wir noch 20 Level. Protega auf 18, okay. Gut, was haben wir da? Welchen Kram noch? Schaudertropfen haben wir 2. So, das war's schon. Kristarium. Das lese ich euch nicht alles vor, sorry. Ich will das nur einfach, dass ich hier abgehakt habe. Warte mal, was ist das? Ich glaube ja, dass man die noch als Charakter bekommt. Ich weiß nicht. Mock. Mhm. Ja. Ja, Portale erscheinen, ja genau, das. So, Artefakte. Ja, mit denen, das, ich bin da auch noch nicht ganz durchgestiegen. Man findet halt so Artefakte und damit kann man irgendwie Portale öffnen. Und da steht immer irgendwie, ja, so ganz spezielle Portale machen so ganz spezielle Sachen. Aber was und wie? Ich habe mich da auch nicht so wirklich mit beschäftigt. Vielleicht sollte ich das nochmal. Gegen den habe ich schon gekämpft. Also,
in den letzten 4,5 Stunden. Ich erinnere mich daran. So, Fall C und LC. Ja. C. F. Okay. Genau, Fang, wenn die... Ich kann mich aber kaum noch dran erinnern. Snow war der Mann von Sarah. Ja, ich weiß. Die wirken alle wie so Teenager. Im Mittelalter durfte man auch mit 12 heiraten. Oder musste man mit 12 heiraten. Passiert eine ganze Menge im Jahr 3. Genau, Neo Bodum war die Siedlung, wo man anfängt, ja. Brescher Ruinen und die Purgation. Ich mach das mal eben durch, damit diese Easter weg sind, damit ich halt nur noch die Informationen kriege, wenn was Neues kommt, was dann vielleicht wichtig ist. Man kann springen, ey. Mit anderen springen kann man auch, cool. Schätze und Rätsel gibt's, Mensch, das ist ja ein richtig geiles Spiel. Ah, Schwierigkeitsgrad, ja, ich spiele mal auf einfach. Ich will halt so ein bisschen kämpfen, so convenient halt, ne, aber ich weiß auch nicht. Ja, lacht mich ruhig aus. Witzig, da sind die Button in... Seht ihr das? Oh. Warum ist mein Controller ausgegangen? Strange. Da sind die Button in bunt. Witzig. Ach so, habe ich gar nicht abgeschaltet. Was ihr da oben seht, ist meine Followerzahl bei Twitch. Also falls ihr mir einen Gefallen tun wollt und das ihr tatsächlich anguckt und jetzt schon 38 Minuten ausgehalten habt, von den 30 Minuten, die ich ursprünglich vorhatte, Dalvik Executable, auch bei Twitch. Follow me. Vielleicht werden wir dann gemeinsam das Rätsel ergründen, warum mein Controller ständig ausgeht. Ich habe die Akkus gerade getauscht. Also das ist der Receiver, der hinter der Kamera lag. Hier, leuchtet, geht an, geht, ja. Läuft. Gucken, wie lange noch. Ach du Scheiße. Alles nicht angeguckt, oh Gott. Active Time Battle. Ja, das ist echt ein Prinzip, was sie über die Zeit immer weiter verfeinert haben. Ne? Das gab es ja schon in den ersten Final Fantasy Teilen. Ja, ich habe sie nicht gespielt, aber ich weiß ein bisschen was. Paradigmenwechsel. Ja, das fand ich auch in 13 schon ganz witzig, mit diesen Paradigmen.
Brecher, Verehrer, Verteidiger, Heiler, Mentor, Manipulator. Mehr gibt's nicht. Scheint nicht. Paradigmen verwalten. Ja, das haben wir schon. Optimierung. Ach so, das ist genau, das ist das Ding. Ja, da muss ich mich auch noch ein bisschen mit auseinandersetzen, weil es war irgendwie... Das habe ich ein bisschen... Ach, deswegen funktionieren die wahrscheinlich nicht so gut, weil ich das ein bisschen geändert habe. Ja, Aktionsmodus, ja, das ist... Glaube ich, bei 13 gab es das auch schon. Aber ich glaube, das ist hier jetzt öfter. Mehr. Weil durch diese... Das Einsetzen der Monster, die man ja dabei hat, und die dann diese Action-Moves machen können, finde ich ein bisschen... Weiß ich noch nicht. Muss man sich auch dran gewöhnen. Also bei Final Fantasy habe ich das immer gehabt... Ich sag schon immer gehabt, aber. Oder JRPGs im Allgemeinen. Ich habe ja nun schon ein paar mehr gespielt. Man muss sich echt immer dran gewöhnen. Aber manchmal, wenn man sich dran gewöhnt hat, dann ist es ziemlich cool. So, Serienmodus und Schock. Mhm, das kennen wir noch. Crystarium, da können wir aufsteigen. Ja, das kennen wir auch noch. Monsterverband. Das ist auch so ein Ding. Ja, Monster können nach dem Kampf von Monsterkristallen ergattert. Ja, habe ich schon lange nicht mehr. Ja. Genau, also das ist aber ganz cool. Also, wenn ich das Paradigma wechsle und das Monster mit dem neuen Paradigma, das damit verknüpft ist, behält die Hitpoints von dem vorigen. Dann kann ich ja eigentlich auf Caed Sith wechseln, wenn das runtergebamst wurde und Caed Sith heilt dann. Und dann wechsle ich auf einen anderen, der dann wieder die volle Punktzahl hat. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Das ist eigentlich sogar ziemlich cool. Monsterkristall erhalten, ja. Wie erfolgreich man den beim Ausführen der Empathiefähigkeit eingeblendeten Eingabeforderung nachkommt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass gegnerische Monster. Ja, okay. Dann lohnt es sich ja auch in den Standardkämpfen, diese Empathiefähigkeiten einzusetzen. Ich verstehe, okay. Cool. Ja, genau. Die wichtigsten Erklärungen. Beschreibt die Qualität der Monsterkomponente. Wenn sicher Sand, Höchststufe 20, wir sind dann PC bis zu Stufen über 70, spätreif, frühreif. Entwickelt vor allem physische, magisch, vital. Was heißt denn gelassen? Großartig. Also, du erklärst stark, magisch und vital, aber da steht gelassen. Ja, super. Ich sollte echt die Sprache auf Englisch umstellen. Ah, ich befürchte, dass die Übersetzung dann auch nicht so toll ist. Den bestimmten ganzen Nahrung. Ja. Spaßigem Deko, das habe ich schon gesehen. Das ist spaßig tatsächlich. Ja, das war auch spannend, ja. Transfusion. So.
10 Passivfähigkeit. Okay, das ist spannend, weil ich habe das nämlich ausprobiert gehabt und da... ich zeig das gleich nochmal. So, Analyse und Gegnerdatenbank. Ja, werden... Ah, um per Analyse mehr über die Eigenschaften des Gegners zu erfahren. Gegnerdatenbank eingespritzt, dadurch wird... Ja, Brecher sind halt die physischen... Angreifer. Achso, auf magische. Schwer und wuchtig lassen und Durchschlagskraft nehmen müssen. Präzise platzieren. Angriffe führen zu einer Verlangsamung. Ja. Der Verheerer ist der, macht den Schockbalken hoch, ja. Verteidiger. Heiler heilt. Achso, das ist. Kann man sich zu revitalisieren. Heilen Fertigkeiten und Gegenständen. Augmentor verstärkt halt. Und der Manipulator. Manipuliert halt Gegner. Ja. Ja. Gegenstände. Ja, das ist auch... weiß ich auch nicht. Die vier Elemente. Und da haben wir 6. Achso, Feuer, Eis, Blitz, Wind und dann physisch und magisch. Ich verstehe, okay. Da, Inventar... Rückkehr des Kampfes RB. Ja, genau. Inventar, Angriffe. Ah, okay. Feuer, Eis, Blitz und Wind. Ja. Ad voll. Fire. Zustandsveränderung. Da gibt es nochmal die Symbole. Gift, Pein, Band, physische Fertigkeiten, ja, Nebel, Band, magische Fertigkeiten. Okay, Fluch, Aktionen betroffen werden leichter unterbrochen, intensiviert, Blutschaden. Die Protest senkt die physische Resistenz, die Ballon senkt die magische Resistenz und Morbid senkt die elementare Resistenz. Ah, okay. Courage senkt die physische Angriffskraft, Degener senkt die magische Angriffskraft, Gemach, Füllgeschwindigkeit, ATB, Rex, Anima, erhöht Handlungsunfähigkeit, größeren Schaden. Ah, okay, Kreuz, eine Uhr mit Kreuz ist halt Stop. Ja. Todesurteil gibt es auch schon. Ewig. In Final Fantasy 7 gab es das schon. Mit einem Timer und wenn er abgelaufen ist, ist er halt gestorben.
also gegensätzliche, die neutralisiert sich gegenseitig. Oh, Entschuldigung. Wow. Wow. Ja, gleich ist die Stunde auch um. Die machen wir voll, wa? Ja. Kampfbilanz habe ich schon angeguckt, ne? Ja, aber da wollte ich mal gucken. Kampfbilanz beurteilt hauptsächlich die Dauer von Kampfbeginn bis zum Sieg über einen Gegner. Unterscheidet die Kampfdauer, die Zeitvorgabe, fällt die Beurteilung positiv aus und resultiert in einer höheren Punktzahl. Von der Punktzahl abhängig sind die Ränge, liegen die Kampfdauer unter der Zeitvorgabe, werden generell mindestens 3 Sterne vergeben. Maximal werden 5 Sterne vergeben. Der Rang bestimmt den Wert der Belohnung. Je höher der Rang, desto besser die Belohnung. Die Kampfserienbilanz ist die Summe der Punkte aus den letzten 20 Kämpfen. Kampfserienbilanz. Ah, Summe der Punkte aus den letzten 20. Macht Sinn. Okay, Kristallpunkte, Punkte. Okay. Bisschen was haben wir noch? Variation von Schätzen. Kugeln und Kisten. Genau, wo ist der Unterschied? In schwebenden Kugeln verborgene Schätze sind nicht an Raum und Zeit gebunden und existieren in allen möglichen Dimensionen. Gleichzeitig wird eine solche Schatzkugel geborgen. Geöffnet ist sie in allen Zeiten und Orten. In Kisten verborgene Schätze existieren in einem oder einer bestimmten Zeit. In ihnen sind oftmals Fragmente und Dialog-Trigger-Belohnungen verborgen. Die Schatztruhen können sich oftmals nur für kurze Zeit materialisieren. Halte die Augen offen, damit dir keine Kostbarkeit entgeht. Ah, interessant, okay. Fragmentmissionen. So, ich wollte aber tatsächlich nochmal im Monsterzucht was gucken. So, ich habe jetzt Kai'Cith und will Kai'Cith was anderes hinzufügen. Da ist doch ein Schloss davor, seht ihr doch auch da oben. So, und jetzt sage ich hier, ja, übertragen, und er sagt, keine Rollenfertigkeit mehr übertragen werden. Nein. Also der kann das nicht übertragen, das Zeug. Moment. Nee, hat er nicht. Okay. So, wie 5 Minuten machen wir noch. Komm. Jetzt mal hier schauen. Oh, Monster. Ha, eine Hand. Ich hab eine Hand gehauen. Du Scheiße. 3 Hände? Ja, krass. Ja, machen wir mal was anderes. Den machen wir. User entry.
Paradigmen, da wollte ich noch ein bisschen was ändern, ne? Da habe ich nämlich die Optimierungsdinger. Mhm. So, normal bündeln weiträumig. So, Verheererbrecher. Wird gebündelt. Verheerer wird. Nee, machen wir mal normal. Verheerer Augmentor. Das machen wir weiträumig. Das machen wir normal. Das machen wir auch normal. Dann machen wir das auch normal, komm. So. Die Frage ist, was ist da? Ah ja, und das mit dem Brecher, das gefällt mir nicht. Sie ist kein Brecher. Sie ist halt Verheerer und Heiler. Sinn. Aber das haben wir schon. Deswegen können wir das hier auch. Moment. Das können wir gleich löschen. Ja. Yay! Another ball! Kraftreif. Wie habe ich davon? Physische Angriffskraft plus 10%. Nee, überhaupt nicht. Aber vielleicht eher, ne? Ja, das ist der Skin-Tag. Macht das? Steigert Analyseeffekt und dann fühle ich die Angriffskraft. Okay. Ich muss mal den Analyseeffekt nutzen, ne? Rechter Button war das, ne? So, da kann man doch runter, ne? Hey, unzähmbar. Mhm. Unzähmbar, unzähmbar, unzähmbar. Okay, da brauche ich also mich um diese Synchronisierungsgeschichten gar nicht kümmern. Alter, du bist auch echt hässlich, ne? Das ist ja echt... Ja, cool. So. Ganz oben rechts, Zustandsresistenz. Dreieck mit Ausrufezeichen dort. Okay, das heißt, ich wechsle jetzt mal auf das. Ich hab keins, wo alle drei aggressiv sind. Oh, ich brauche einen Augmentor, wa? Ewig dauert, aber der hat ein Devalo. Ha! Und das ist Angriffskraftsteiger? Nee. Keine Ahnung. Ja,
baue noch ein, wo alle drei offensiv sind. Das ist doch gut. Nein. Genau so. So, Stunde ist um. Thanks for watching. Ich werde das Video mir jetzt nochmal angucken. Ich glaube nicht zurechtschneiden. Gott bewahre. Und mal meine Performance-Daten hier angucken und dann mal schauen, was ich da mache. Achso, zack. So sieht das aus. Ja, cool. Mein erstes Video. Fertig? Alles klar. Ich bin Dex. Macht's gut.